Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute zeige ich euch mal, wie man einen Kürbis schnitzt, und zwar in relativ kurzer Zeit. Bevor ich jetzt anfange, erzähle ich euch mal kurz die Schritte. Wir nehmen hier oben den nehmen wir hier ab, quasi schneiden ihn mal rum, nehmen alles, was drin ist, raus. Und dann fange ich an, ohne vorzuzeichnen, fange ich an, Gesicht auszuschnitzen. Und genau, mal gucken, wie weit wir dann schaffen in 10 Minuten. Brauchen wir dafür diverses Schnitzwerkzeug, habe ich euch auch schon in anderen Videos gezeigt, was da gut ist und was da weniger gut ist. Ich habe mich schon alles zurechtgelegt. Ja, und hier steht alles hier bereit. Ich werde die Kamera auch gleich ein bisschen kippen, wenn es losgeht, damit ihr seht, was ich hier mache. Und genau. 10 Minuten. Jetzt haben wir 11:40 Uhr. Gut, jetzt ist 50, also 10 Minuten sind jetzt um. So wie er jetzt aussieht, kann man den schon draußen hinstellen und dann eine Kerze drin fertig. Ich werde jetzt noch ein bisschen was machen, ihn ein bisschen schöner machen, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir 12:32 Uhr. Und ja, also ich habe auch schon keinen Bock mehr. Das muss jetzt so reichen. Ich werde jetzt nochmal nach oben gehen und den nochmal fotografieren. Im Dunkeln quasi mit Kerze drinne. Jo. Und dann habe ich, lasst mich überlegen, 50 Minuten. Ja, mit Aufräumen jetzt noch und Aufbau, sag ich mal. Habe ich jetzt also eine Stunde gebraucht. Ja, ist okay, wa? Ich auch. Hält ja eh leider nicht so lange, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Oder gebt uns einen Daumen hoch, besser gesagt. Pardon, Enrico. Und abonniert den Kanal, ganz wichtig. Kanal abonnieren, das ist das Wichtigste überhaupt. Kommentiert mal bitte, wie ihr das anstellt, dass so ein Kürbis länger hält. Meine Kürbisse halten so 4, 5 Tage und dann kannst du die nicht mehr gebrauchen, kannst wegschmeißen, schimmeln. Und das ist ja echt schade. Also auch mein Tipp, 2, 3 Tage vor Halloween, vorher braucht er da nicht anfangen zu schnitzen. Und genau, also kommentiert mal hier unter dem Video und lasst ein Abo da und ein Like. Und wenn ihr jemanden kennt, dem das Video vielleicht gefallen könnte, dann teilt doch mal. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.